So, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Und es geht weiter. Ja, das wisst ihr ja, dass es weitergeht. Es geht immer weiter. Es ist auch so schlimm. Es geht auch immer weiter und weiter und weiter. Und es wird nie fertig sein. Oh mein Gott. Naja. Es lost. Mark. Also wir sind jetzt da gerade am verteidigt werden. Ihr versteht wahrscheinlich noch nicht ganz, was ich da mache. Wobei, doch, er versteht es schon. Also ich will, dass Castor jetzt dort hinten steht. Es los. Genau, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Perfekt. Perfekt. Genau, was ich wollte. Ihr werdet es später noch verstehen. Ich will nämlich, ja gut, ich will ihn einfach zur Zeit tot haben. Und zwar, ich glaube, ich erkläre es schnell. Also es ist so, wir haben ja diese Kraft, mit der wir all unsere Truppen irgendwo hin transportieren können. Aber apropos, du guckst es mal da hinten bitte nach. Und können wir alle Truppen hier rüberbringen. Das Problem ist eben, auf dieser Seite können wir ja schön decken und dann so langsam aber sicher kontern und irgendwann einmal die Grünen ganz platt machen. Jetzt die zwei Völker, die da hinter dem Berg sind, die sind dann wahrscheinlich sehr fest ausgebaut und die können wir nicht auch mit einem Trupp killen. Von dem her habe ich das Gefühl, es wäre sinnvoller, wenn wir einfach... Oh, you suck. Wenn wir mit dem Trupp dann einfach durchrennen zum Tempel und dann den Tempel zerstören lassen. Und dann ziehen wir die Truppen wieder zurück. Das Problem ist, wenn dann Castor irgendwo dort hinten drauf geht und dann irgendwo dort im, weiß nicht wo liegt, dann kann ich ihn relativ schlecht holen. Also ich kann zwar schon, aber es wird schwieriger. Daher lasse ich ihn jetzt hier irgendwo im Kuckucksland drauf gehen und ich hole ihn dann am Schluss wieder. Ja. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich alle sagen, ja, wozu brauchst du Castor? Von mir aus ist er dann tot. Das Problem ist, wir werden ihn noch brauchen, das werdet ihr noch sehen. Es ist nämlich mir mal passiert, noch vor langer, langer Zeit, vor ein paar hunderttausend Jahren. Ja, YouTube, ich bin so alt. Ja, jedenfalls, damals ist es so gewesen, ich musste, also am Schluss müssen wir dann Castor zu diesem Turm bringen, zum Odinsturm, damit wir das Ding auch wirklich zerstören können. Und ja, eben, wenn er dann tot irgendwo herumliegt, wird es relativ schwierig, ihn dort rauszuholen. Damals hatte ich so ein Problem, da musste ich das Ganze neu spielen. Und jetzt weiß ich das. Daher dachte ich, ich lasse ihn mal sterben. Also ich habe mich wieder mal taktisch verhalten und sozial und so. Also. Natürlich, der Chef muss sterben. Er hat sowieso zu viel Macht. Also. Ja, komm mal da rein. Ja, genau, rein. Wunderbar. Gut, die gehen drauf. Jetzt die große Frage, wo waren wir? Was wollten wir? Was machen wir? Was? Oh. Ja. Das ist alles super. Tempo, alles verbessert. Okay, wonderful. Wunderbar. Das professionell. Sehr gut. Ach, scheiße. Oder auch nicht so gut, aber egal. Okay, ihr geht jetzt einfach drauf, kein Problem, das ist gesund. Okay, was wer macht da? Boom. Wer macht Boom? Halt auf damit. Okay, ich kann sonst. Ah, jetzt hör auf damit. Hallo, wollt ihr etwa durchbrechen oder was läuft da? Okay, wait, wie habt ihr jetzt meinen Bauarbeiter getroffen? Ah, ich sag doch, der cheatet. Ich wusste es einfach. So, da gibt es keine neuen Verbesserungen mehr. Wunderbar, gut. Aber da gibt es noch was. So. Ja, vor allem sollten wir bessere Archers haben oder so. Bessere Murmillas sind jetzt gerade nicht wirklich relevant. Eigentlich, so betrachtet. Aber bessere Bogenschützen sind was wert. Wir haben ja vor allem Bogenschützen.
Ja, aber wir sollten so langsam mal eine Kontertaktik überlegen. Uns oder ich mir. Und ihr könnt natürlich mitschreiben. Ihr könnt immer mitschreiben. Also. Ja. Und ich glaube, ich hätte da eine coole Idee. Wieder einmal ohne allzu viele Truppen zu verlieren. So. Wir kommen mit Behemoths. Die sind doch eben, sie regenerieren. Sie sind stark gegen Gebäude. So können wir Ausfälle machen. Sie sind halt langsam, das ist so eine Tatsache, aber ich könnte es mal probieren. Im schlimmsten Fall sterben da die 5 und 6 oder wie viel auch immer das dann sind. Oh ja. Ja, was kosten die denn? Ah, okay, gut. Nur Nahrung. Gut, das ist wunderbar. Perfekt. Nur Nahrung, das ist gut. Seid ihr immer noch 30? Bure. Gut. Skopos? Wonderful. Los. Wow. Hey, das Ding ist ja kaputt. Ihr. Mit der Persönlichkeit. Genau, geht drauf. Das finde ich jetzt uncool, dass er da die halbe Mauer reingerissen hat. Okay, gut. Schon der nächste Angriff. Oder was läuft da? Ja, ja. Ah, okay, er bleibt dort stehen. Das finde ich super. Gut, kein Problem. Gut, die sichern Narkantos. Das finde ich cool. Nee, stimmt gar nicht. Die sichern Castor. Castors Leiche. Narkantos, ja. Der wäre jetzt auch cool eigentlich. Ich meine, dann könnten wir einfach drüber laufen und dann wäre alles in Ordnung. Aber leider ist der Typ irgendwie nicht mehr da. Unfortunately. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Er ist einfach gegangen. Easy. It's lost. So. Okay, wir haben unsere 5 Behemoths. Wir könnten noch viel mehr haben. Wow. Ja, wir könnten wirklich noch viel mehr haben. Aber was wir machen werden ist Save 2. Soweit ich weiß. Und dann, sobald es gespeichert hat, so ungefähr in 10.000 Jahren, ihr könnt ja vorspulen, ich nicht. Ja, jedenfalls, sobald es gespeichert hat, dann versuchen wir mal auszufallen. Vorausgesetzt, die Jungs da gehen drauf. Eventuell, aus Versehen. So, for fun. Just for fun. Ja, geht drauf. Kaputt mit euch, kaputt. Bang. Ja. Ja, sterbt. Ja, genau. Gut. Sehr gut. Get those. Also. Parieren. Use it. Use it. Gut, okay, Jungs. Kommt er da raus? Das ist jetzt die große Frage, ne? Die müssen nämlich rauskommen, sonst können wir ja schlecht angreifen. Oh, scheiße. Jetzt kommen die anderen ja schon wieder, ne? Ist ja voll der Fail. Andererseits, ja, die merken gar nicht, dass wir da sind. Gut, wonderful. Das finde ich fair. Oh, scheiße. Gut, das war jetzt nicht geplant gewesen, aber na nun. Das heißt, wir könnten sie recht elegant halten. Okay, und... Ab. Ha! Yes! Okay, Jungs, hierher. Hierher habe ich gehört. Skopos? Okay, ist los. Yuji. Wow, reparieren wir auch noch was?
Na gut, das war jetzt gar nicht einmal so blöd. Und wir haben immer noch alle drei Möglichkeiten, also wonderful. Mark. Gut, das funktioniert also. Jetzt warten wir, bis die sich regeneriert haben. Können wir eh noch aufbauen, oder? Ja, nachbasteln. Wonderful. Jetzt hoffen wir, dass sie da nichts nachbauen. Und dann ist alles in Ordnung. Ja, reparieren wir auch noch was. Gut. Wunderbar. Ha! Ha! Na, das nenne ich Taktik. Es ist keiner gestorben dabei. Also, keiner von meinen Leuten. Seine verrecken da ständig in meinen Toren. Also, nicht, dass es mich sterben würde. Es würde mich auch nicht stören, wenn er einfach aufhört anzugreifen. Wir können doch Freunde sein. Ich hätte nichts dagegen. So. Okay. Bald. Sehr bald. Sehr bald ist dieser Teil der Karte meins. Es lost. Also. Use it. Ja, bauen. Bauen ist immer gesund. Wir können da eigentlich. Haben wir. Ja, natürlich habe ich das nicht verbessert. Das Wichtigste am ganzen Spiel. Super. Gut, dass ich so weit denke. Okay. Also, okay, gut. Also, wir hatten da einen Kranken. Du. Oh, die regenerieren aber. Okay, gut. Nein, sie regenerieren nicht so schnell. Ich nehme alles wieder zurück. Ihr zwei Idioten, ihr seid immer halb tot. Wunderbar. Super. Perfekt. Music. Also. Es los. Okay, gut. Eigentlich könnten wir jetzt wieder losziehen, wenn irgendjemand noch am Leben wäre. Schon gut, kein Problem. Komm. Kommt er? Ja. Ja, okay, sie kommen auch wieder. Ah, ist schon noch blöd. Okay, gut. Tötet sie bitte schnell, damit wir den nächsten Angriff machen können. Ihr könnt jetzt eigentlich inzwischen heilen. Das wäre auch noch was. Ja, das tut weh. Genau. Man sollte mich auch nicht so ständig angreifen. Völlig grundlos und blöd. Yuji, es lost. Okay, gut. Oh, was ist das? Oh, Holztier. Ich könnte jetzt da einfach einen Turm bauen. Oder ich könnte Holz holen. Das wäre auch noch was. Okay. Wundervoll. Okay, oh Gott, wie viele Truppen hat der Typ denn? Hat er nicht genug? Also. Ah, hallo, bald habe ich keine Pfeile mehr. Okay, gut. Die werden zwar billiger, aber die regenerieren nicht. Das ist nicht cool. Oh, du bist auch in Ordnung. Yes! Braver Junge. Du bist einfach lahm. Sehr lahm. Next. Okay, also er. 6. Lauf jetzt raus. Los. Na, du. Holt den Turm. Genau, wunderbar. Ich hab das geschafft. Ihr seid gut.
Okay, eben, wie ihr seht, die sind wirklich genial, die Gebäude. Diese Behemoths. Okay, und schon haben wir das nächste Stadtzentrum zerstört. Okay, zwar noch nicht jetzt gerade, aber okay, gut, wunderbar. Perfekt, weiter geht's. Oh, Scheiße. Oh ja, die sehen uns nicht. Nee, nee, nee. Nee, die wissen gar nicht, dass wir das. Nein, nicht da. Nein, das da. Oh, verdammt, ist jetzt gerade. Idiot. Okay, gut. Wir haben einen verloren. Er war sehr blöd. Wieso? Wieso? Wieso lässt du dich einengen? Nein. Gott. Burek. Kann man nur. Yuji. Was? Okay. Yuji, es lost. Gut, steht nur. Kein Problem. Es lost. Ich hab nichts gegen dich. Burek. Okay, und wir können immer noch weiterhin. Es lost. Erdros. Ma. Ma. Es lost. Ja, okay, er könnte auch etwas weiter vorne stehen. Theoretisch. Ja, genau. Sowas. In der Art. Okay, ihr seid jetzt auch alle halb tot. Wundervoll. Also vielleicht du kannst jetzt vorerst noch da bleiben. Mensch, aber das finde ich jetzt uncool, dass einer gestorben ist. Das. Der Idiot. Ich meine, das wäre deutlich angenehmer, wenn er nicht gestorben wäre. Wäre es, theoretisch. Aber na. Skobos, Yuji. Es lost. Also. Ja, klar. Okay, gut, 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 gut. Wir können eigentlich noch einen direkten Angriff machen. Theoretisch, ja. Ja, macht sie platt, macht sie weg. Genau. Okay, wir speichern nochmals. Und versuchen es auch nochmals. Nee, du bist halt tot. Ich will dich nicht dabei haben. Kommt er dort durch? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh Gott. Ja. Du stehst im Weg. Die schaffen es sonst nicht. Ich kenne die. Die sind. Das sind atlantische Behemoths. Die schaffen es nicht. Nee. Okay, du bist weg. Er kommt hierher. Los. Eventuell etwas schneller, sonst auch nicht so schnell, ist auch nicht so schlimm und du, egal. Wir können sonst hinten durchlaufen. Ja? Wenn seine Truppen da durchlaufen, dann können wir ja. Genau. Ja, taktisches Vorgehen. Lektion Nummer 1. Weg und oh verdammt, oh wow, und sie sind schon da. Oh, wait a minute. Oh verdammt, Okay, gut, wundervoll. Funktioniert immer noch einwandfrei. Skopos? Skopos? Mag. What? Okay, gut.
Ja, gut, dass du immer wieder da bist. Das, ich meine, der Typ. Was ist der Typ? Er kann angreifen. Seit wann kann Orakel angreifen? Na gut, jetzt wissen wir auch wieder etwas mehr. Yuji. Der nächste Angriff, oh mein Gott. Mann. Yuji. Mann. Gut. Jetzt bei euch. Wartet mal. Na gut. Du bist in Ordnung. Du bist krank. Du bist in Ordnung. Du bist auch okay. Du bist sehr kaputt. Du lebst noch? Okay, gut. Gut. Noch einen bestellen. Okay, jetzt kommen sie schon mit Ulfsachs, das heißt, sie haben nicht mehr so viel. So geht's los. 3-3 haben wir auch nicht mehr vorhanden. Sehe ich jetzt gerade. Gut. So langsam. Langsam, aber sicher. Ich meine, wir sind auch schon sehr weit vorne. Und ich frage mich, wieso er eigentlich nicht nachbaut. Das finde ich. Also wenn er das nachher auch nicht macht, dann können wir ja wirklich schon fast versuchen, da alles platt zu machen. Gut, aber. Soweit ist eigentlich alles sehr, sehr gut in Ordnung. Okay, nein, bleib da. Skopos, Mark. Mark. Ja. Skopos, er ist lost. Gut. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt langsam bei 30 Minuten. Ich sollte sowieso speichern vor dem nächsten Angriff. Von dem her würde ich sagen, wir erleben ihn das nächste Mal. Sobald er gespeichert wird, ist dann das nächste Mal und so. Ja. Also ja, jetzt hat es eigentlich relativ gut geklappt. Wir sind recht weit nach vorne gekommen. Mit einer recht coolen Taktik. Wir haben bis jetzt eine Einheit verloren. Finde ich cool. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.